Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt. Wir spielen sozusagen Longplay, das fantastische Spiel, wie ich finde, Star Trek Online, das leider immer noch sein Schattendasein fristet, aber für einen Star Trek-Fan, wie ich finde, sollte man das mal gesehen haben. Deswegen werde ich mit euch dieses Spiel in meinem ersten richtigen Longplay-Projekt spielen und wünsche euch dabei sehr viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, liebe Leute, los geht es. Natürlich müssen wir als erstes mal einen neuen Charakter erstellen. Ihr seht hier, ich habe bisher bin ich ein Ingenieur der Sternenflotte, Lieutenant Commander, Stufe 18. Und ich würde vorschlagen, wir fangen wieder an mit einem Föderationscharakter. Und die Frage ist, was nehmen wir? Nehmen wir technischer, wissenschaftlicher oder taktischer Offizier? Glücklicherweise werden uns hier ein paar Dinge gezeigt, was denn taktische Offiziere, technische und wissenschaftliche machen. Schadensverursacher im Kampf, verdeckte Aufklärungen und Truppentaktiken. Dem taktischen Offizier stehen viele Methoden zum Anrichten von Schaden zur Verfügung. Er kann ein Außenteam unterstützen, indem er die Aufmerksamkeit von Feinden auf sich zieht oder indem er dessen Kampfstärke durch Taktiken und spezielle Gruppenbefehle erhöht. Der Wissenschaftsoffizier schützen ihr Schiff und ihre Mannschaft, indem sie Feinde schwächen oder für einige Zeit lahmlegen. Kraftfelder erstellen, die mit die heilen oder Feinde blockieren. Also das ist natürlich ein Support-Charakter. Ich habe immer so viel Heiler und bla 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 gespielt. Würde wahrscheinlich dann in die Richtung gehen. Ich kann natürlich auch die Kampfstärke und die Widerstandsfähigkeit des Gegners schwächen oder bei einem Angriff entstandene Schäden heilen. Und mein Vorteil hier wäre die Vielseitigkeit. Das sind übrigens alles Forschungsschiffe hier, ne? Also, dazu kommt natürlich von mir dann auch noch sehr viel, sehr viele Infos. Geordi ist natürlich, das ist natürlich nicht Geordi, aber Geordi wäre dann so das typische Beispiel für den Techniker und Ingenieur. Überlegungsfähigkeit, Unterstützung durch Generatoren, Kontrolle der Frontlinien. Der technische Offizier kann den meisten Schaden aushalten, indem er die Leitung, die Leistung seines eigenen Personenschildes verstärkt, gleichzeitig sein Außenteam mit Energiegeneratoren unterstützt und das Vorrücken des Feindes mit abwehrenden Minenfeldern stoppt. Die Kampfstärke des Technikers wird durch Verbesserungen an Waffen oder unterstütztes Feuer von Geschützturm und Drohnen verstärkt. Ja, meine erste Karriere ist technischer Offizier. Ich würde sagen, wir nehmen den taktischen Offizier, weil ein Admiral in Rot sieht einfach am besten aus. Los geht es. Und wir wollen, und das habe ich mir jetzt schon überlegt, muss ich zugeben, ich sabbel ja gerne viel, erzähle und rede gerne viel. Und welche Rasse muss ich dann nehmen, wenn ich gerne viel rede und sabble? Natürlich, wir werden einen Bolianer spielen. Widerstand gegen Giftschaden verursacht Giftschaden mit Gewissen. Also wenn ich gebissen werden sollte, beiße ich zurück. Sehr gut. Bolianer sind eine humanoide Spezies des Planeten Bolarus 9 und bestechen durch ihr freimütiges und heiteres Wesen. Ja, das passt doch zu mir, ne? Sie haben einen Knorpelwunst mit, das wissen wir schon. Und ja, männlich das Ganze. So sehe ich im Moment aus. Jetzt geht's weiter. Wir können hier aus unserem Eigenschaftspool theoretisch könnten wir hier jetzt eigene Sachen auswählen, aber wir spielen es einfach mal so, wie es wäre, wenn die Rassenfähigkeiten, die halt zur Rasse passen, wirklich vorher ausgewählt, vorher drin sind. Jetzt kann ich hier zwei Dinge machen. Entweder kann ich den hier so lassen, aus vorgefertigten Varianten wählen, oder, und das ist auch eine große Stärke dieses Spiels, fortgeschritten auswählen. Und hier kann ich wirklich ohne Ende anpassen. Ich würde sagen, wir machen das mal fix. Also das lassen wir mal so. Meine Haut möchte ich schon mehr deutlich bolianisch haben. Das heißt, richtig schön richtig schönes, ja, so ein strahlendes Blau gibt es hier, glaube ich, gar nicht, oder? Nehmen wir mal das. Kann ja auch noch Streifen in meinem Gesicht haben.
Tattoos und Narben finde ich immer sehr albern. Das lassen wir mal weg. Wir nehmen aber mal hier jetzt helle Streifen, damit man die so ein bisschen sieht. Ja, Kopf, allgemeine Größe. So ein Bullianer, finde ich, hat eigentlich immer einen größeren Kopf. Deswegen machen wir den mal ein bisschen größer. So. Und die allgemeine Höhe des Kopfes beim etwas kürzeren Hals. So, okay. Schädelbreite können wir jetzt so aus. Wölbung der Augenbrauen, Augenhöhe, Kopfform. Ups, seht ihr hier, ne? Also da kann man sich schon richtig viel Spaß mitmachen. Aber ich finde, das sieht eigentlich schon für so einen Bullianer, das könnte ja schon, ja, was mich jetzt noch nervt, ist der Drei-Tage-Bart. Kriegt man den irgendwie weg? Tattoo-Narbe, Augen. Kann ich auch blau machen? Krass. Kopfbreite, gucken wir mal. Schädel, Stirn, Augenhöhle, Nasenhöhe, Nasenbein, Mundwinkel, Lippenbreite, Kieferbreite, Nasenlöcher. Also, ich nehme mir das ein bisschen an jetzt, ein bisschen in Ruhe, weil wir ja damit jetzt die ganze Zeit rumlaufen müssen. Ne? So, und dann können wir hier die Statur noch nehmen. Ich habe jetzt mal heldenhaft hier. Wir könnten aber auch so Standard, gealtert, kann man jetzt besser, ups. Machen wir mal so. Sieht gut aus. Okay. Achso, das war schon. Arme Masse. Ich kann auch die Einstellung wählen hier. Also, wie ich auftrete. Angeber, bedächtig, entspannt, ernst, raufbold, ruppig, wendig. Passt wahrscheinlich zu dem Bullianer am besten, dürft ihr immer nach kurzer Zeit schon auf den Keks gehen. So, jetzt müssen wir den noch natürlich ein bisschen anpassen. So ein Bullianer, der sieht natürlich nicht so aus, sondern der hat normalerweise einen etwas größeren Bauch. Naja, schwanger ist er nicht, aber er hat ein bisschen größeren Bauch und dann machen wir ihn obenrum auch noch ein bisschen dicker. So, sehr schön. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt sehen die Beine natürlich noch ein bisschen komisch aus. Die müssen wir auch noch ein bisschen dicker machen. Die alle so ordentlich zugenommen. Die Füße. So. Die Dicke ein bisschen höher. Breitere Hüften. Die Beine relativ kurz. Das ist ja ein Bullianer. 1,86 nehmen wir mal. Ja, doch, das sieht doch ganz gut aus. Ja, jetzt haben wir noch fast nichts vom Spiel gesehen, während wir immer noch hier unseren Charakter erstellen. Aber, wie gesagt, wir müssen hiermit immer weiter spielen. Deswegen wählen wir das einmal ordentlich aus. So, jetzt sehen wir hier unterschiedliche Sternenflottenrüstungen. Ich persönlich würde ja die von Deep Space Nine bevorzugen. Oder halt von dem neuen Star Trek Film. Da wir die aber nicht nehmen können, würde ich sagen, wir nehmen entweder diese hier. Oder diese hier. Na, wo war sie denn? Die hier. Wir nehmen die. Die können wir auch noch ein bisschen anpassen. Zum Beispiel aus dem Weiß da oben ein wirkliches Weiß machen. Und das Material glänzend, das finde ich immer so ein bisschen albern, deswegen machen wir das mal matt. Mein Rang ist natürlich Fähnrich, das ist richtig. Und hier das Rangabzeichen, das möchte ich bitte auch gerne als Kommunikator haben. Und zwar das nächste Jahrhundert, nee, aus dem Spielfilm, ne? Nee, wer sagt denn? Das nächste Jahrhundert Film, genau, den Kommunikator möchte ich haben. Hier habe ich mein Rangabzeichen, ja. Kann ich natürlich jetzt im Moment noch nicht mehr auswählen. Dann geben wir dem jetzt noch eine Hose, die ihn nicht so ganz unvorteilhaft aussehen lässt. Nehmen wir mal die hier. Oh, das sieht immer aus. Aber gut. So soll es denn sein. Und mein Bullianer Garderol nimmt langsam Gestalt an. Ja, Kommando Rot. Wir sind ja Kommandoebene oder, ja, habt ihr eben gesehen, Taktik. Weiter. Geben Sie Ihren Namen ein. Garderol. Unser erstes Raumschiff ist die USS. Ja, und da würde ich ja fast sagen,
weil es das erste Schiff ist und weil es unser treuster Fan ist, ja. So. Ich hoffe, du fühlst dich geehrt. Ich kann jetzt hier noch optional Informationen eingeben, das lassen wir mal. Wir fangen jetzt einfach mal an zu spielen. Und dann geht es auch schon los. Das ganze Spiel lädt zwischenzeitlich immer ein paar Sachen nach. Aber wir sind hier im Tutorial, da muss ich wieder drüber quatschen. Leider. Weil die Musik, die darf nicht zu hören sein eigentlich. After I left Starfleet, I made it my life's work to reunite the Und wir sehen hier Vulkan. Eine kleine Einführung, was so im Spiel zu sehen sein wird. 21 years ago, the star of the Hobus system went supernova and sent a wave of devastation. Ja, und wenn ihr das komplett sehen wollt, müsst ihr natürlich das Spiel euch holen. Hier geht es zunächst los um ein kleines Tutorial. WASD sind die Steuerungen. Die Personen, mit denen sie interagieren können, haben ein Symbol über dem Kopf. Hier Info. Sie werden während ihrer Reise viele unterschiedliche Systeme begegnen. Symbolen begegnen. Dies hier ist ein Informationssystem. Symbol. Sprechen Sie mit dem leitenden Offizier. Ruf vom Sternflottenkommando. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Veteranenstatus. Um Ihren Dienst bei der Sternflotte zu feiern, steht für Sie im Schiffswerfbereich im Raumdruck der Erde ein spezielles Gerät zur Abholung bereit. Also das ist, weil ich jetzt schon so lange dabei bin. Und ich glaube, das Ganze ist ein bisschen laut. Deswegen machen wir eben das Audio ein bisschen leiser. Bis ich nach diesem Video geschaut habe, ob das dann in Ordnung ist. So, und jetzt sollen wir hier also... So sehe ich übrigens aus. Ja, das bin ich. Wir sind hier, keine Ahnung wo. Die Borg greifen an. Captain Taggart braucht alle Hände an den Kampfstationen. Ich brauche sie auf der Brücke, um mir zu helfen, unsere Abwehrmaßnahmen mit dem Captain zu koordinieren. Okay. Also, wir sind hier offenbar auf einem Raumschiff. Und ich soll hier... Verlassen Sie das Büro des Sicherheitsdienstes. Das heißt, wir müssen hier rausrennen. Einige Türen werden sich öffnen, wenn Sie sich hier nähern. Ich werde das nicht alles vorlesen, dann seid ihr irgendwann genervt. Achtung, hier spricht der Captain. Alle Mann an die Kampfstation. Ich wiederhole, all hands to battle station. Eine große Flotte von Borgschiffen greift die Vega-Kolonie an. Drücken Sie M. Da kann ich sehen, wo ich hin muss. Na, das ist immer markiert. Und jetzt muss ich erstmal hier von... dem Deck runter und wir gehen in den Turbolift und fahren mit dem Turbolift zur Brücke. Und hier ist die Brücke. Welches Design ist das denn? Sprechen Sie mit dem Captain. Okay, der Captain, der sitzt hier auf einer Rampe. Das sieht ein bisschen komisch aus. Da ist der Borg-Kubus, der uns angreift. So, und ich spreche mit Captain Taggart. Fenrich Garderol, Sie kommen gerade rechtzeitig. Die Borg greifen die Vega-Kolonie an. Unsere Befehle lauten, die zur Flotte zu stoßen, die gegen die Borg kämpft. Aber wir kommen vielleicht zu spät. Rufen Sie die USS Kitomer mit einer der Konsolen. Also, wir sind jetzt hier ganz normal im Dienst auf der Brücke und jetzt rufen wir die USS Kitomer. Fenrich Garderol hat es geschafft, Sir. Wir erhalten eine Antwort der Kitomer. Captain, das Signal kommt von der Brücke. Stellen Sie jetzt durch. Ja, hier ist das holographische Notprogramm. Wir können den Borg der Kitomer nicht... Wir können den Borg der Kitomer nicht überlassen. Wir werden sie verteidigen, bis weitere Hilfe kommt. Finde ich gerade gut. Ich habe einen Auftrag für Sie. Sind Sie bereit für eine Mission? Ja, das bin ich. Und das ist jetzt erstmal der Anfang von unserem Longplay. Ich werde das mit euch in aller Ruhe durchspielen, werde mich nicht hetzen lassen, werde mir auch nicht reinreden lassen nach dem Motto, hör gerade ruhig, bist du scheiße, so und so geht das. Und wie es dann weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss!